einen guten Start. Nico Hülkenberg vorne rechts rollt gut an, aber Robbie Kerr da hinten und Johnny Reed mit dem besseren Start auf der Innenseite. Der Neuseeländer schiebt sich vorbei am Deutschen und toller Start von Jerome Blakemore, dem Niederländer. Ja, doch ein paar leichte Verschiebungen. Der Neuseeländer ist da extrem gut weggekommen, aber Hülkenberg probiert es außen, wäre dann gleich auf der Innenseite, ist aber so ein bisschen zu schnell gewesen. Ja, muss sich wieder dahinter einreihen und Robbie Kerr und einige andere Piloten wie Phil Giebler, der Amerikaner schon neben der Strecke, auch der Australier mit Problemen, fällt da weit zurück hinter Tuka Rocha, der Brasilianer. Ja, Buemi auch nicht so richtig gut weggekommen. Platz 6 nur für den Schweizer und Überschlag. Das ist der James Hinchcliffe aus Kanada. Ja, aber durch den Überrollbügel wird da nichts passiert sein. Die Autos sind getestet worden über den Winter noch einmal, was die Sicherheit angeht. Der Fahrer wird jetzt sich abschnallen, den Gurt öffnen und da wohl dann unter dem Auto. Er fährt natürlich auf die Strecke, da geht die Sicherheit vor. Die Marshalls, die Ärzte sind schon da. Ja, vielleicht kriegen wir gleich auch nochmal die Wiederholung. Sieht das anders aus, aber jetzt kommt die Wiederholung. Ja, schauen wir es nochmal an. Da ist Mark Jensen, der Mann aus Singapur. Und das weiße Auto, Rad auf Rad. Das ist natürlich nicht gut. James Hinchcliffe, oh, der ist aber böse da aufgeschlagen. Genau oben mit der Airbox auf diese kleine Straße, die wir da haben, diesen Schotterweg. Ja, ganz typische Bilder natürlich für einen Formelwagen, dadurch, dass die Reifen freistehen, wenn man da das Rad in Rad Problem hat, überschlägt man sich, aber wir haben den Aufprall gesehen, der war sehr, sehr fest, aber der Überrollbügel hat der unterschiedlichen Teams der Formel 1 anzugucken. Der Hinweis unter www.premiere.de, die Online-Videothek, schauen Sie sich das da an. Genießen Sie es und stimmen Sie sich ein bisschen ein auf die kommende Formel 1 Saison, die ja extrem spannend wird. Und hier nochmal der Blick von Karl Reindler auf den Unfall. Dort vorne, können Sie es noch erkennen, spektakuläre Aufnahme des Unfalls von James Hinchcliffe. Auch ein Rennfahrer aus, dass er sofort spürt, wo das Limit ist, wo das Grip-Niveau der Reifen der Strecke in den ersten Runden ist. Da kann man mit ein bisschen mehr Talent immer ein bisschen was gut machen. Wir haben auch gesehen,